Aber dir ist schon klar, dass Mama und Papa uns hier hauptsächlich wegen dir ausgesetzt haben, ne? Weil du ihnen ständig mit deinem blöden Umweltgelaber auf die Nerven gehst. Ich bin Greta. Ja, genau. Als ob die uns hier aus Versehen zurückgelassen hätten. Das war doch alles ganz genau geplant von denen. Du bist doch echt so naiv. Ich bin Greta? So, stopp mal. Ist das echt dein Ernst? Natürlich werden sie uns hier nicht wieder einsammeln. Wir rennen jetzt seit 2 Tagen durch diesen beschissenen Wald ohne Essen und Trinken. Und ich sehe nichts außer... Boah, Alter, was ist das denn da vorne? Ach, du Bituns. Guck doch mal, Greta. Ein Haus voller Süßigkeiten hier mitten im Wald. Wie geil ist das denn? Ich bin Greta. Hä? Das ist mir doch scheißegal, ob der Besitzer ein Jude, ein Muslime oder sonst irgendwas ist. Ich will einfach nur was fressen. Ich bin Greta. Ja, ist ja alles gut und schön, aber was hat das denn hier jetzt gerade mit Palästina zu tun? Du brauchst auch immer irgendwas, worüber du dich aufregen kannst, oder? Ich bin Greta. Ist ja gut, reg dich ab. Meine Fresse, dann halt nicht. Du hättest mir ja wenigstens mal eine Zuckerstange gönnen können. Alte Schwede. Ich bin Greta? Nein, ich will mich nicht vertragen. Und jetzt halt bitte mal auch nicht die Klappe, okay? Du gehst mir echt auf die Nerven. Na ihr kleinen Banausen? Sag mal, habt ihr zufällig den Pietro irgendwo gesehen? Ich bin Greta? Na ihr kennt doch wohl den Megastar von DSDS. Der hat ein paar richtig geile Hits im Radio. Ich bin Greta? Nee, ehrlich gesagt habe ich auch überhaupt keine Ahnung, wovon dieser alte Mann hier redet. Na das ist ja mega scheiße. Na gut, ich muss wieder zurück zum Recall.